Aber darfst du uns jetzt nicht enttäuschen? Meine Weihnachtsgebete wurden erhört. Ja. Boah, das ist so schwer. Falle ich nicht drauf rein. Damit das hier alles seine Richtigkeit hat, rechnet uns jetzt mit der Ahne den Warenwert aus. Ich bin gespannt, wie ein Bett lag. Wir machen das Ding jetzt auf. Grüßt euch, ihr Lieben, zu diesem neuen Video hier. Es ist wieder soweit. Ich habe zugeschlagen. Wir haben hier noch zwei. Tatsächlich, der dritte lässt noch ein bisschen auf sich warten. Der müsste heute oder morgen eintreffen. Aber wir haben drei Adventskalender in diesem Video, die wir testen werden. Freut mich übrigens, dass Teil 1 auch schon so gut bei euch angekommen ist. Da hat man nämlich schon drei Adventskalender, drei erste getestet. Und da war tatsächlich der Rossmann in der Bio der Sieger. Also schaut da gerne nochmal vorbei, falls ihr es noch nicht getan habt. Aber für alle, die noch nicht ganz so von Socken gehauen worden sind, hoffe ich, dass jetzt dieser Teil hier tun wird. Ich habe es, glaube ich, auch schon im letzten Video gesagt, aber schnappt euch am besten eine Tasse Tee. Falls ihr den irgendwo im Supermarkt seht, der Messmer Zimtschneckentee, nehmt ihn mit, probiert ihn, denkt an mich, wenn ihr ihn schlürft und am besten, wenn ihr ihn schon seht, nehmt ihn 2, 3, 4 Mal mit und damit starten wir jetzt rein. Hoffen wir, dass dieses Video so gut wird wie dieser Tee. Wir haben wieder unsere 4 Kategorien, anhand dessen wir dann eben die Kalender bewerten, ob sie ihr Geld wert sind, nämlich, ja, Preis, also was zahle ich, was bekomme ich, Inhalt, schmeckt in Bezug jetzt auf den Food Adventskalender, schmeckt das, was ich bekomme? Und wie ist der Look? Immerhin steht er ja 24 Tage bei uns zu Hause rum. Und dann soll er ganz süß und weihnachtlich aussehen. Als erstes nehmen wir uns mal den Koro Adventskalender vor. Den habe ich tatsächlich selbst bei DM gekauft, weil es den online auch noch nicht gibt. Also den kann man, wenn nur vorbestellen, das ist die klassische Variante. Es gibt auch noch den vegan, den habt ihr euch auch ganz oft gewünscht. Aber den kann man, wie gesagt, bisher nur vorbestellen. Aber sobald ich den auch bestellen kann, werden wir den auch noch testen. Ich bin gespannt und werde euch natürlich, gerade weil es Koro ist, trotzdem meine ehrliche Meinung geben. Also ob sich der Kalender lohnt oder nicht. Denn vielleicht wissen das nicht alle. Ich habe seit 2 Jahren jetzt mit Koro eine Langzeitpartnerschaft. Partnerschaft ist wissen was anderes. Aber ja, es fühlt sich schon fast so an, als wäre ich mit Koro zusammen. Ich meine natürlich eine Kooperationspartnerschaft. Oh Gott, Sophie. Was total cool ist und auf sehr entspannter Basis ist. Ich kann das super authentisch gestalten, so wie ich das mag und dementsprechend auch sagen, wenn mir irgendwas nicht schmeckt oder ich jetzt in dem Sinne auch den Adventskalender nicht empfehlen kann. Einfach weil vielleicht auch Produkte drin sind, die mir persönlich nicht schmecken oder weiß ich nicht was, darf ich das oder kann ich das ehrlich sagen. Deswegen habe ich den mit reingenommen, weil eben, ihr seht auch, hier steht keine Anzeige. Preislich liegen wir übrigens bei 54,95 €. Was den Look angeht, finde ich eigentlich auch das Design süß. Ist jetzt nichts Spektakuläres. Man macht hier einfach ganz normal die Türchen auf. Man kann den trotzdem, wie gesagt, schön hinstellen. Aber wer jetzt die krassen Türeffekte erwartet hat oder so, wie jetzt zum Beispiel beim Hey Adventskalender im ersten Teil, da konnten wir die Türchen ja sogar rausschieben oder rausziehen und dann sind die ja so nachgefallen. Blendet euch das nochmal ein oder der Just Spices Adventskalender, der war natürlich cool in dem Sinne, hat es halt so ein riesen Gewürz quasi, wo mehrere kleine drin waren und auch Postkarten, die du vom Adventskalender abziehen konntest und verschenken konntest. Habe ich auch tatsächlich schon eine verschenkt an eine Zuschauerin. Das ist hier natürlich jetzt nicht gegeben. Also wer das zum Beispiel jetzt schon vermisst, ja, schade. Wir haben ja noch den Inhalt, das ist ja auch mit, ne? Also eigentlich das Wichtigste. Von daher ist noch nichts verloren, du darfst uns jetzt nicht enttäuschen. Wir öffnen jetzt mal mindestens 4 bis 5 Türchen und schauen mal. Wenn das übrigens schon kleine Sneak Peeks darstellen soll, kann ich nur sagen, geil. Also ich hoffe, dass diese Pistazienschnitte sogar drin ist. Diese Nut Butter Cups sind auch so lecker. Let's see! Wir haben ja einmal Türchen Nummer 2. Okay, ich bin gerade geschockt. Das habe ich, glaube ich, noch nie online gesehen. Ich würde gerne mit Honig und Zimt verfeinert. Ich muss ja zugeben, ich bin nicht, aber es ist jetzt einfach Geschmackssache, ich bin nicht die größte Nussmaus oder Nussfan, was ja eigentlich super schade ist, weil die haben super gute Fette, viel Proteine, aber es geht nicht so an mich. Deswegen bin ich immer Team Nussmus. Oh, die schmecken richtig lecker. Oh mein Gott. Okay. Das ändert natürlich nochmal alles. Für jemanden, der keine Nüsse mag, kann man gar nicht mehr auffallen. Die sind richtig lecker. Chimchick, süß, aber nicht zu süß. Finde ich sehr geil. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Türchen Nummer 6. Das ist nämlich so ein kleines... Oh mein Gott. Das ist jetzt ein Mini-Mousse. Oder eine Streichcreme. Ist eine Streichcreme, die kenne ich auch, glaube ich, sogar. Ist eine Haselnusscreme mit Kakaogeschmack und, glaube ich, sogar crunchy. Oh nee, die riecht auch gut. Ich glaube, man sieht auch diese Crunchy-Stücke. Man schmeckt und spürt sie auf jeden Fall. Also sehr, sehr lecker. Da gleich wieder das ganze Glas ausgelöffelt. Nächstes Türchen. Ist wieder ein Gläschen. Huch, ich krieg's gar nicht raus. Weißes Mandelmus. Ich überlege gerade, nee, hatte ich glaube ich noch nicht. Aber schmeckt lecker.
Finde ich auf jeden Fall cool, dass sie auch Aufstriche oder jetzt hier Nussmus reinpacken. Ich hatte selbst noch den Koro Adventskalender getestet, aber das finde ich gut. Vor allem jetzt hier weißes Mandelmus, kannte ich nicht, mag ich. Next haben wir... Sehr geil, also ich weiß nicht, ob ihr die schon mal probiert habt. Nut Butter Cups von Koro, das ist jetzt die Sorte Salted Pistachio. Alle Sorten schmecken da eigentlich von diesen Nut Butter Cups. Ich krieg grad nur die Packung nicht auf. Finde ich super, dass da auch Originalgrößen drin sind. Also das ist so, das findet man auch so bei DM oder eben online bei Koro. Aber nur lecker. Innen richtig schön cremig. Wirklich lecker. Letztes Türchen. Auch wieder Originalgröße, finden wir super. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal probiert habe. Also ich sehe gerade selbst, über 2 Jahre da immer bestellt, aber irgendwie doch noch nicht alles probiert. Das ist der Bio-Haselnussriegel und ich liebe ja alles mit Haselnuss. Oh, sieh an. Oh, lecker. Innen hat man dann quasi wie so Haselnussfüllung. Seht ihr die Haselnuss? So richtig große Stückchen. Also ähnlich wie bei den Nut Butter Cups, wenn du den gegessen hast, ich glaube, dann ist alles, was man an Süßes gerade crave, komplett gestillt. Das waren jetzt auch schon die 5 Tüchchen, also ging schneller in meinen Magen, als ich dachte. Für alle, die jetzt den gesamten Inhalt sehen wollen, die bleiben auf jeden Fall dran. Und die, die nicht gespoilert werden wollen oder eh schon sagen, hier, Adventskalender hat mich jetzt nicht angelacht, muss ich auch nicht sehen, ich skippe zum nächsten Adventskalender, schreibe ich euch jetzt hier die Zeit rein. Ansonsten bleibt dran, wir machen jetzt alle auf, ich bin gespannt. Das ist jetzt einmal im Überblick, was euch erwartet. Also auf jeden Fall sehr viele Snacks. Was ich direkt hier mal sagen muss, ich habe nicht damit gerechnet, packen die einfach Pistazienmus in den Adventskalender. Damit haben die tatsächlich schon mein Herz gewonnen. Also das ist schon geil. Wer Pistazienmus mag oder auch schon immer mal probieren wollte, ist auch im Adventskalender. Erdbeerscheiben getrocknet haben wir drin. Finde ich auch sehr cool. Dann haben wir nochmal Nüsse. Ihr wisst, ich bin jetzt natürlich nicht so Fan von Nüssen. Das ist dann jetzt einfach Geschmackssache. Wir haben die liebste Pistazien-Gölzerschnitte. Die finde ich wirklich so lecker. Also ne, haben wir schon 2 Pistazien. Und ja, auch die Nut Butter Cups waren ja auch Pistazien. Produkte. Also ihr müsst Pistazie auf jeden Fall auch mögen. Dann haben wir hier auf jeden Fall haben wir auch mehrere Sorten von Energy Balls. Wir haben auch nochmal hier Energy Balls. Wir haben Riegel wie eben Oat Bars. Da hatte ich euch auch mal erzählt, die mag ich persönlich tatsächlich nicht so, aber voll viele von meinen Zuschauern tatsächlich finden die richtig gut. Also ist auch Geschmackssache. Der Arne findet die auch lecker. Wer Peanut gerne mag. Wir haben, die kannte ich auch nicht, ich weiß gar nicht, ob es die online gibt, Schokobits, aber mit 30% Kakaofüllung. Auch sehr geil. So für zum Snacken oder als kleines Müsli für zwischendurch. Wir haben gefriergetrocknete Himbeeren mit Zartbitterschokolade überzogen. Wir haben biogeile Schnitten, die finde ich auch sehr lecker tatsächlich. Also macht auf jeden Fall auch nichts mit falsch. Den habe ich auch sehr gerne gegessen. Da ist halt wieder die Sache, deswegen ist es der klassische Koro Adventskalender auch wieder mit Pistazie. Da ist, glaube ich, Lab drin. Also wer das natürlich nicht essen mag, der ist dann natürlich hier falsch. Also deswegen ist es, wie gesagt, der kein veganer Adventskalender, sondern eben der klassische. Dann haben wir hier noch Dark Chocolate Bites. Die habe ich auch mal gegessen. Weiß ich gar nicht mehr, wie ich die fand. Aber dass ihr auf jeden Fall mal einen kleinen Überblick habt. Wir haben hier nochmal, auch nochmal Nüsse, aber in der salzigen Variante mit Oliven und Rosmarin. Nochmal Nut Butter Cups. Die sind auch sehr geil. Die kenne ich in Strawberry-Geschmack. Also ein bisschen was Fruchtiges. Wir haben Schokoshells. Also nochmal so eine Cornflakes-Mini-Packung mit Dattelzucker eben. Hier haben wir auch noch einen veganen Proteinriegel in Brownie. Den mag der Arne tatsächlich sehr gerne. Den Cookie haben wir auch noch in Originalgröße. Der ist super geil. Also da sind doch alle Cookie-Sorten lecker. Also macht man mit keiner Sorte was falsch. Finde ich sehr gut. Schoki-Granola haben sie auch. Also muss auf jeden Fall im Müsli Cornflakes-Fieber sein. Aber das hatte ich auch tatsächlich schon probiert. Das finde ich sehr lecker. Fazit, was mir am allerwichtigsten ist, und das ist mir jetzt auch dann erst gerade, als ich alles aufgepackt hatte, klar geworden. Alle Snacks zumindest, was Nut Butter Cups, Riegel angeht, Cookies und sowas. Ich will jetzt gar nicht so viel spoilern, aber das ist in Originalgröße. Finde ich ja selbst immer wichtig, dass wenn man schon 54 € oder 54,95 € ausgibt, auch schon ein bisschen was an Originalgröße hat. Und lediglich halt, klar, so Nüsse, die wir jetzt hatten oder so, die man sonst halt bei Koro für 1 Kilogramm halt kriegt. Dafür ist ja auch Koro bekannt, dass man quasi größere Packungen kauft, mehr Inhalt für halt dann quasi aber einen kleineren Preis, wisst ihr? Kriegt man jetzt natürlich nicht die 1 Kilo Nüsse, sondern halt dann eben kleiner in 50 Gramm. Also Nussmus, Brotaufstriche, Nüsse hat man dann halt natürlich nicht in Originalgröße, das muss einem bewusst sein. Aber es ist halt perfekt um sich. Ich finde, von A bis Z ist alles dabei, um sich mal durchzuprobieren. Damit das hier alles seine Richtigkeit hat, rechnet uns jetzt noch der Arne den Koro-Warenwert aus, ob sich das nämlich lohnt. Ne? Weil ich und Mathe keine Freunde. Der Moment der Wahrheit. Ich sehe es schon. Das ist der Warenwert, ne? 8,3,6,40. Also weniger als du zahlst.
Aber andererseits hast du so auch mal die Möglichkeit, kleine Mousse auszuprobieren. Du musst du nicht für 45 Euro ein Kilo Pistazienmus holen, sondern kannst mal 100 Gramm probieren. Mhm. Von anderen Moussen und so. Wir warten mal, was die anderen Adventskalender noch sagen. Ja. Das ist das Fazit. Morgen! Heute ist Freitag. Das Paket ist da, auf das ich nämlich noch gewartet habe. Vorher machen wir uns noch eine Tasse Tee. Das ist ja quasi Tradition in diesem Video. Hier auch nochmal Zimtschneckentee von Messmer. Toll! Der schmeckt toll. Da ist ein System hinter. Wir frühstücken jetzt quasi gemeinsam, indem wir diesen Adventskalender testen. Ich hab meine nicht drin. Boah, das ist auch so schwer. Ich habe einen Porridge-Adventskalender von meinem Müsli bestellt, weil ich dachte, das ist ganz passend. Oder? Im Dezember, wenn man dann quasi jeden Morgen Porridge essen kann. Das ist nämlich der Müsli-Adventskalender. Das ist der Porridge-Adventskalender. Und das ist der Deluxe-Adventskalender. Oh, habe ich gesehen, aber der war mir viel zu teuer, ehrlich gesagt. Also für den habe ich nämlich jetzt 59,95 gezahlt. Lasst mich nicht lügen. Und der Deluxe kostet halt boah, sogar mehr als doppelt so viel. 139,95. Und da dachte ich mir so, nee, komm, also da tut's auch Porridge. Schaut mal, was noch im Paket lag. Die sind ja auch klug. Also wirklich, Kaufstrategien haben so durchgespielt. Ich habe gerade für 60 Euro einen Adventskalender gekauft. Jetzt stecken die mir hier und ist ja nur 3 Wochen gültig. Hier noch so ein 15-Euro-Gutschein mit dazu, dass ich eigentlich direkt wieder bestelle. Nee, nicht mit mir. Falle ich nicht drauf rein. Wir gucken jetzt erstmal, ob der überhaupt was taugt. Was sagen wir denn erstmal zum Look? Was das angeht, kann ich auch nicht so kritisch sein. Also mir gefallen die Farben, es ist rosa dabei, es sind verschiedene Grüntöne. Es sieht auf jeden Fall weihnachtlich aus. Ähnlich wie bei Koro, kein krass jetzt Special-Tür-Effekt. Wie im ersten Teil. Da wurden wir echt ein bisschen verwöhnt, muss ich sagen. Aber gut, wir gucken wieder, was der Inhalt sagt. Wir machen 4 bis 5 Türchen auf. Ich bin gespannt, ich habe auch ganz schön Hunger, also ich freue mich. Am schlauesten ist, glaube ich, wenn wir ein direktes Taste-Testing mit allen 4 Türchen machen. Also hole ich jetzt mal alle 4 raus. Die ersten 3 Sorten klingen auch schon richtig geil. Wir haben ein Mandel-Kokosnuss-Schoko-Porridge. Und ich liebe alles, was mit Kokosnuss zu tun hat. Also sehr tolle Kombi. Dann haben wir einen Banana-Schoko-Porridge. Klingt auch sehr geil. Die Kombi aus Banane und Schokolade. Man muss es mögen. Dann haben wir hier so eine Poppy-Seed-Vanille-Porridge. Und mit Vanille hat man mich ja auch. Also wenn das gleich so richtig geil so eine Vanillenote hat, finde ich toll. Sommerlich wird es auch. Wir haben hier Mango Pomegranate. Granatapfel, oder? Ist das auf Deutsch? Sollte man eigentlich wissen, oder? Muss man denn alles immer auf Englisch machen, damit es cool wirkt? Ich finde es auch auf Deutsch cool, ehrlich gesagt. Bunt gemixt auf jeden Fall, finde ich super. Ich hoffe nur, dass wenn wir später, also für alle, die den gesamten Inhalt sehen wollen, wir auch noch irgendwas mit Zimt so in die Geschmacksrichtung finden. Irgendwie so Apfelzimt oder Spekulatius. Das vermisse ich tatsächlich. Aber gut, ne? Ich habe jetzt ja auch einfach wieder auch blind 4 Türchen aufgemacht. Let's see. Wir machen da jetzt, was braucht man denn da? Heißes Wasser oder Milch? Mein Müsli-Porridge und 150 ml Milch. Okay, deiner Wahl für 1,5 Minuten in die Mikro bei 700 Watt. Kurz umrühren, dann weitere 30 Sekunden erhitzen. Okay, also nochmal rein und 1 Minute quellen lassen. Das heißt 2 Minuten Mikrowelle und 1 Minute quellen. In 3 Minuten ist das Ding fertig. Finde ich super. Wenn es nämlich morgen schnell gehen muss, auf Arbeit, wenn ihr eine Mikro habt, ist das natürlich sehr praktisch. Ich habe schon ewig nichts mehr von meinem Müsli, also vor allem Porridge, glaube ich, noch nie gegessen. Das Müsli schon, das fand ich eigentlich auch immer lecker. Porridge bin ich gespannt. Ich bin bei Porridge echt kritisch. Ja, mega. Scheiße. Die Mikro ist aber auch irgendwo doof, weil ich, seht ihr, ich kann keine Wattanzahl angeben, sondern nur Mittelhigh, High, weiß ich nicht, was das heißt, Defrost, also wir wollen es ja nicht auftauen. Appetitlich sieht das Ganze aus. Wir sind kein Fan davon, Essen wegzuschmeißen. Wir machen die Scheibe auch immer sauber. Also, was heißt immer, aber immer, wenn die irgendwie dreckig ist, das finde ich selbst immer eklig. Deswegen ist die eigentlich immer blitzeblank. Und dann habe ich jetzt einfach das, was rausgelaufen ist, einfach wieder in den Becher rein. War ursprünglich mal dieses hier, das Mandel Coconut Sugar Porridge. Mmh, schmeckt cremig. Wir hatten so unsere Konflikte mit der Mikro, aber von der Konsistenz war die Wattanzahl anscheinend die richtige und die Zeit. Es war halt nur irgendwie
Ja, keine Ahnung. Man schmeckt Kokosnuss raus. Man hat doch übrigens so kleine hier, ich weiß nicht, ob man sieht, Kokosstückchen drin, auf denen man rumkauen kann. Das finde ich ja ganz toll. Es ist ja sonst immer so eine Matschepampe, aber hier hast du noch so ein bisschen Biss. Von Schokolade schmecke ich aber ehrlich gesagt gar nichts. Also, ich habe jetzt auch nochmal geguckt, da steht Schokoladenplättchen. Weiße Schokoladenplättchen. Ach, deswegen. Das schmeckt so. Okay. Das macht natürlich Sinn. Das gibt dann auch wahrscheinlich diese Süße ab, weil ich wusste als nicht, was das ist, aber dann ist das weiße Schokolade, die man rausschmeckt. Schmeckt richtig lecker, habe ich auch nichts zu meckern, weil es schmeckt nicht fad, es schmeckt aber auch gleichzeitig nicht zu süß, es schmeckt auch nicht künstlich. Lecker. Als nächstes haben wir Schoki-Banane. Auch lecker. Sie haben es gut gemacht, weil die Banane schmeckt nicht künstlich, sondern sie schmeckt frisch. Als hätte man jetzt wirklich gerade eine Banane reingematscht. Man schmeckt die Schoki raus. Also es ist so ein ganz angenehmes, doch, haben sie gut gemacht, Zusammenspiel von Banane und Schoki. Also es ist nicht zu viel Banane und zu wenig Schoki, ist aber auch nicht zu viel Schoki und zu wenig Banane. Also genau im 50-50-Verhältnis. Mag ich auch. Anscheinend können die auch Porridge. Weiter geht's mit der guten Mango Tango. Also wir reisen jetzt doch nochmal in den Sommer. Oh, also es sind Mangostückchen drin, die schmeckst du auch und die schmecken auch richtig frisch. Also ähnlich wie bei der Banane, schmeckt auf jeden Fall nicht künstlich. Ich weiß nicht, ob ihr seht, aber wir haben auch Granatapfelstückchen. Der Rest, also so das Porridge an sich, das schmeckt nach nichts. Das ist tatsächlich, das ist so das, was ich meinte, schmeckt super fad. Und das Einzige, was du dann so ein bisschen schmeckst, aber da sind ja nur ein paar Stückchen drin, ist dann die Mango und der Granatapfel. Wobei Granatapfel ja auch nicht so intensiv schmeckt. Oh nee, gar nicht. Das schmeckt nach Schuh, schmeckt immer nach nichts. Das müsste man echt noch aufpeppen. Damit es essbar ist. Also ich sag wirklich, da hast du überhaupt keinen Spaß mit. Ich zähle jetzt noch auf dieses Vanille-Porridge hier. Oh, das duftet auch nach Vanille. Also das könnte hoffentlich wieder so der Reißer sein. Gott sei Dank, das schmeckt. Ist auch wieder weiße Schokolade drin und das schmeckt wirklich richtig lecker. Ich bin anscheinend doch ein Fan von weißer Schokolade. Zumindest im Porridge. Schmeckt wirklich sehr lecker. I like. Wir machen jetzt das gesamte Ding auf, für alle, die es sehen wollen. Der Rest, der nicht gespoilert werden will oder was auch immer es nicht interessiert, dann skippt gerne nochmal zum Fazit. Ich bin auch mal gespannt, weil ich hoffe, es ist jetzt wirklich was Weihnachtliches drin. Und das werde ich auch nochmal im Fazit sagen. Also das kommt mit ein, weil ich bestelle doch keinen Food-Adventskalender zur Weihnachtszeit, wenn nichts Weihnachtliches drin ist. Also zumindest irgendwas Zimtiges erwarte ich da jetzt gleich. Vorab muss ich sagen, meine Gebete wurden erhört. Schaut euch das an, das ist hier die Weihnachtsabteilung quasi. Also wie ich es mir gewünscht habe, einmal wirklich Spekulatius-Porridge, I can no more. Wir haben auch sehr viel mit Pflaume, finde ich auch nice. Ist ja auch gerade sehr herbstlich, aber kann man auch im Winter noch essen. Wir haben Apple Cinnamon, was ich mir auch gewünscht habe. Sogar hier so ein Crisp-Porridge, also wahrscheinlich mit vielen Stückchen. Wir haben ein Vanille-Kipferl-Porridge, ein Christmas-Porridge. Keine Ahnung, was da genau drin sein soll. Wartet mal, I focus. Bio-Haferbrei mit gerösteten Mandeln und Weihnachtsgewürzen. Ach geil, ich sehe auch schon, also sind geröstete Haselnüsse drin, geröstete Mandeln. Och, also das klingt auf jeden Fall lecker. Und hier haben wir einmal eine bunte Mischung von allem. Also wir haben auch hier ein klassisches Porridge. Wir haben Schoko-Orange, auch sehr interessant. Karamell, auch sehr cool. Brownie, Lemon, also auch wieder sehr viel Fruchtiges, wie ihr seht. Erdbeerkokos, Himbeerkokos mit Kirsche, Apfel, Dattel, Nuss. Also auch, denke ich, noch ein bisschen, könnte man sogar auch hier Richtung Herbst dann wieder schieben. Und das sind so die Sorten im Überblick. Ich habe schon gerade im Spoiler gesagt, meine Weihnachtsgebete wurden erhört. Wir haben auf jeden Fall Weihnachtssorten, weihnachtliche Porridge-Geschmäcker drin. Und tatsächlich auch, Leute, Spekulatius-Porridge. Ich habe auch noch mal gelesen, es sind 13 exklusive Sorten dabei, die es halt so online nicht gibt. Das finde ich ganz cool. Arne wendet jetzt für euch den Dreisatz an, oder? Ist das Dreisatz? Ich muss jetzt gerade selber nochmal nachdenken. Wir wollen ja gucken, ob der sich natürlich auch hier vom... Das kann ich dir jetzt schon sagen, lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht preislich? Überhaupt nicht. Weil eine Porridge-Packung von 400 Gramm kostet 7,95 Euro. Der Adventskalender 59,95 hatten wir gesagt. Und wir haben pro Porridge-Türchen 45 Gramm Porridge. Was sagen Sie? Jetzt. Schlechte Preis-Leistung. Oh nein. Sehen Sie hier. Im Adventskalender kostet 55,19 Euro pro Kilo. Und jetzt habe ich so ein normales Porridge genommen im Shop. Kostet 29,90 Euro pro Kilo.
Also ist das wäre fast doppelt so teuer. Willst du das jetzt damit sagen? Wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und ich habe halt eine große Packung genommen, das ist natürlich immer günstiger. Wenn du kleinere nimmst, ist was anderes. Du hast halt hier mehr Abwechslung, bla bla bla. Aber wenn es rein um die Menge geht. Was willst du sagen? Wenn die Porridge sollten jetzt alle schmecken, willst du es machen oder willst du trotzdem sagen, ne? Ja, muss jeder selbst wissen, ne? Ach, ich rede euch da nicht rein. Redst du uns da nicht aber rein? Aber ich würde lieber eine große Packung im Shop nehmen. Und nicht den Adventskalender. Okay, das ist Arnes mathematisches Fazit. Oh, den Grad entfernen, bitte. Thank you very much. Ich mache es noch eine Kerze an, dann ist gemütlich. Ja. Um es uns noch mal ein bisschen cozy, Gesundheit cozy zu machen. Different day, different Tasse, aber derselbe Tee. Also ich glaube, ich habe jetzt für den wirklich genug. Ja, Werbung kann man nicht sagen, es ist ja quasi. Nochmal Gesundheit. Der Zimtschneckentee. Adventskalender Nummer 3 ist eher für die Nägel-Interessierten unter uns, die Neonail anwenden oder allgemein UV-Lack auftragen. Ich bin vor allem seit Mai auf dem Neonail-Trip. Da hatten sich damals meine Mädels zusammengetan. Der dritte Anlauf an Schläftief und Fest, der kann uns jetzt nicht mit einem Nieser ne, irgendwie in die Quere kommen. Was ich sagen wollte, meine Mädels hatten mir zum Geburtstag so ein Neonail-Starter-Set geschenkt, also mit UV-Lampe, Base, Topcoat. Und dann war ich dann eingedeckt und im UV-Nagel-Game. Das gute Ding hat gekostet, ich weiß es nicht mehr auswendig, um die 50 Euro. 49,99. Ich bin gespannt, wie ein Bettlaken. Wir machen das Ding jetzt auf. Und schauen mal. Ich hoffe, es ist vor allem Nagellack dabei und nicht so viel Nagelfeilen, Gedöns, Handcreme. Brauche ich nicht. Ich bin vor allem für die Nagellacke. Nagellacke? Hier. Da ist das gute Ding. Ich frage mich nur, soll das so? Einfach noch hier noch so ein Barcode dran. Wahrscheinlich, damit man das Ding nicht klaut, ne? Ich krieg das ab. Packaging finde ich cool. Endlich haben wir mal die Farbe Rot. Sieht sehr schön glitzer-weihnachtlich aus. Gefällt mir. Nur, was ich wie gesagt ein bisschen schade finde, ist, dass ja, hier jetzt halt, ich habe jetzt diesen Sticker halt abgemacht, klebt da jetzt halt noch was auf der 18 rum. Und auf der, was ist das? Auf der 4. Das sieht jetzt natürlich nicht so schön aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt an sich ein Fehler einfach war und nur ich das jetzt habe oder ob das allgemein so ist. Türchen Nummer 1 oder soll ich sagen Number 1. Okay, war schön. Es ist ein Nagellack und zwar, seht ihr, das ist so ein glitzerner Braunton. Shimmering Gold Rush nennt sich die Farbe. Ich habe auch extra meine Nägel blanko gelassen, dass wir die gleich mal testen können. Gleich mal am Nagel sehen, wie die so aussieht. Aber das freut mich auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall schon mal Nagellack drin. Halt die Mini-Variante. Also ich weiß nicht, ob wir hier Originalgrößen an Nagellack vorfinden werden. Nummer 8, einfach weil sie groß ist. Vielleicht ist das die Originalgröße, ein größerer Nagellack. Oder die Handcreme, von der ich noch vorhin gesprochen habe, dass ich so eine nämlich nicht im Adventskalender brauche. Ich meine, riechen tut sie gut. Puh, dafür zahle ich keine 50 Euro, dass dann am Ende nämlich nur Handcremes drin sind. Türchen Nummer 6, verspreche ich mir wieder viel von, ist Nikolaustag, werden wir hoffentlich mit einem weiteren Nagellack beschenkt. Ist mal was anderes. Weiß ich jetzt aber nicht, ob ich mir den Farbton selbst so jetzt rausgesucht hätte, wenn ich die Wahl gehabt hätte. Weil zum Beispiel jetzt bei dem ersten, den wir hatten, die finde ich schön. Ist so ein, wie gesagt, süßer Braunton, ein bisschen shiny. Das ist ja so gesprenkelt. Würde ich mir wahrscheinlich auch nicht alle Finger mitlackieren, sondern vielleicht dann nur den Zeigefinger oder so. Aber die ganze Hand weiß ich nicht. Dann haben wir wieder ein großes Paket, aber es graut mir schon. Es ist eh kein Nagellack, sondern bestimmt. Ja, eine Nagelfeile. Sieht man das? Es ist so dieses typische
Du hast so viel Krimskrams und Zubehör, den du aber an sich nicht brauchst, oder? Hab ich halt 3, 4 schon zu Hause. Ob ich jetzt noch eine weitere Nagelfalle brauche, weiß ich nicht. Vor allem, weil du die super günstig auch so bei Rossmann oder DM findest. Das war dann schon für Türchen. Ich finde es bisher ein bisschen mau, was die eine Nagellackfarbe angeht, die Handcreme und die Nagelfeile. Das ist keine gute Quote bisher. Türchen Nummer 10. Interessant, das sind Glitzersteinchen, die du dir dann auf den Nagel... Wie macht man die auf den Nagel? Braucht man da extra Klebstoff? Ich muss sagen, ich bin halt einfach so die Basic-Maus, die einfach nur den Nagellack aufträgt. Aber ob ich das jetzt so oft benutze? Oh Gott, ich sehe schon. Ich glaube, der Adventskalender, der ist eher für die Profimäuse, was? Oh ja, oh Gott, ich kenne das alles nicht. Ach, das ist so eine Folie. Farbe ist auf jeden Fall cool. Wir haben hier Pink. Ich muss mir dazu mal, glaube ich, ein Tutorial angucken. Okay, kommt. Wir machen noch ein letztes Türchen auf, bevor wir den gesamten Inhalt aufmachen. Aber ihr seht schon, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ja, hier haben wir noch ähnlich hier zum Vorbereiten für die Nägel, dass man die so ein bisschen... Habe ich halt auch schon, beziehungsweise glaube ich, wenn die meisten von uns. Also sowas hat man ja irgendwie, oder? Schon da. Deswegen... Oh Mann. This makes me very sad. Vielleicht sind aber auch in den nächsten Türchen nur Nagellacke drin. Vielleicht, das Blatt kann sich noch wenden. Aber ich glaube, ich bin auch einfach tatsächlich die falsche Ansprechpartnerin. Ich bin da nicht so krass drin im Nagelgame, bin ich dann doch nicht. Kommen wir erstmal zum positiven Teil hier. Das sind alle Nagellacke und das sind ja immerhin 3, 6, 8 Stück. Also immerhin von 24. 8 Türchen sind Nagellacke, beziehungsweise ist das, glaube ich, eher eine Base. Was die Farben angeht, hatte ich ja auch schon angesprochen. Oh, weiß ich nicht, ob ich mir jetzt alle so selbst gekauft hätte. Also den finde ich tatsächlich noch sehr schön, jetzt für die Weihnachtszeit. Den finde ich auch ganz cool, weil der noch in die Glitzerrichtung geht. Aber so einen habe ich auch tatsächlich schon. Den hatten wir ja vorhin aufgemacht, finde ich auch cool. Ja, und ansonsten den hätte ich mir jetzt nicht unbedingt geholt, weil der geht ja schon sehr in die Schwarzrichtung. Ich mag ja nicht so ganz dunkle Töne. Oh, der sieht so ein bisschen hautfarben aus. Der ist ein Ticken zu doll, finde ich, oder? Für Christmas. Gut, ich mag jetzt Pink sehr gerne. Von daher ist noch okay. Aber so, ihr seht, ich bin nicht ganz von Socken gehauen, was die Farben angeht. Aber es ist ja auch Geschmackssache. Ansonsten hat jetzt viel Zubehör. Das hatte ich euch ja schon gezeigt. Die Handcreme auch. Hier haben wir... Das ist an sich ganz cool. Sowas habe ich auch noch nicht. So ein hier Pearl-Effekt, Aurora-Effekt. Hier, glaube ich, in 2 verschiedenen Farben. Gibt bestimmt so einen ganz schönen Effekt. Das glaube ich denn auch. Aber braucht man das 4-mal? Also ich... Nicht. Hier haben wir nochmal neben diesen Glitzersteinchen so goldene Sternchen. Die sind auf jeden Fall auch süß. Und da kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass ich mir da einmal so drauf mache. Hier haben wir es nochmal in Silber. Ja, das finde ich schon ganz cool. Trotzdem brauche ich jetzt nicht 3 Ausführungen davon. Wisst ihr, was ich meine? Dann haben wir hier, oh, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig, was das ist. Also ihr seht, bin hier wirklich nicht die Fachfrau. Make-up steht drauf. Ich weiß nicht, was mir das sagen soll. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das kennt. Und dann haben wir noch unsere, hier sehen aus wie Filmrollen. Cool ist es, wir haben hier so eine Art Schlangenmuster. Ich kenne mich noch nicht mit diesen Folien aus, aber das finde ich auf jeden Fall cool. Wir haben das hier dann nochmal in Pink, hatte ich euch ja schon bei den 4 Türchen, 5 Türchen gezeigt. Hier haben wir noch ein Silber. Hier haben wir es auch nochmal in Matt, ein Pinkton. Also hier haben wir quasi die matten Töne und hier haben wir so ein bisschen shiny Glitzer. Und hier, wie gesagt, das Schlangenmuster. Weiß ich nicht, was ich zu sagen soll. Also ich kann nur... Ich verschlucke ja schon halt meine Haare. Ich kann da jetzt nur für mich reden. Ich kenne mich da, wie gesagt, nicht so aus mit diesen krassen Effekten. Ne? Also wie gesagt, habe ich ja schon oft jetzt erwähnt. Aber dann habe ich mir da was Falsches drunter vorgestellt. Ich würde nicht weiterempfehlen. Es sind ja die Mini-Nagellacke. Es sind ja nicht mal Originalgrößen mit dabei. Von daher preislich, man könnte es nachrechnen, aber trotzdem, ich muss sagen, nee, preislich hat es sich für mich einfach nicht gelohnt. Da würde ich mir einfach lieber die Nagellacke aussuchen in Originalgröße, die mir gefallen, als jetzt in Adventskalender, in dem 70% ja keine Nagellacke sind. Irgendwo. Damit ist der Adventskalender auch auf Platz 3. Was die Food-Adventskalender angeht, ich habe jetzt nochmal 2 Nächte drüber geschlafen, kann ich sagen. Wenn ihr Porridge-Fans seid, wirklich mit Herz, und euch da gerne durchprobiert und dann halt ja, mehr Geld investiert,
taktiert irgendwo, dann holt ihn euch. Also so an sich sind die, also bis auf das eine Porridge, sind die Sorten lecker. Und wie gesagt, es warten sehr viele Weihnachtssorten auf euch. Und ich habe auch nochmal gesehen, falls das irgendwie die Meinung ändert, ihr habt beim 24. Türchen neben dem Porridge auch noch einen 10-Euro-Gutschein, bei dem ihr dann bei meinem Müsli bestellen könnt. Das ist noch so ein Special-Ding, hatte ich nochmal nachgeschaut. Also, ja, kann ich an sich, also vom Inhalt her kann ich es weiterempfehlen. Es ist süß gemacht, preislich, ja, naja. Also habt ihr ja, wie gesagt, schon den Matcha-Profi Arne gehört. Und was Koro anbelangt, habt ihr halt, da würde ich sagen, das ist eher für die Snacker. Also wenn ihr sehr, sehr gerne zwischendurch und vor allem eher einen süßen Zahn habt, das ist ganz wichtig, also ihr braucht einen süßen Zahn. Ich liebe halt die Koro-Produkte und ich liebe süß und ich liebe deren Snacks. Und damit macht man auf jeden Fall auch nichts falsch. Also ganz im Gegenteil, da ist natürlich auch, dass ne, ihr den kleineren Warenwert habt, aber dafür könnt ihr euch halt durch alles mal probieren. Halt wie gesagt auch, was Nussmusse betrifft, Brotaufstriche. Deswegen, ihr habt noch viel Zeit. Die Adventskalender sind ja alle noch vorrätig, deswegen drehen wir das ja auch schon früh genug. Und den veganen Adventskalender von Koro möchte ich dann, sobald ich ihn selbst nämlich auch bestellen kann, auch nochmal testen. Also sonst wartet nochmal, wenn ihr noch nicht ganz sicher seid, mit den Adventskalendern, die wir jetzt bisher hatten. Das muss gut überlegt sein. Das sind immerhin Adventskalender und man zahlt immerhin seinen Preis. Und das verstehe ich. Also deswegen hoffe ich trotzdem, euch konnte das Video irgendwo weiterhelfen. Manchmal sagt man ja auch, wenn ihr zum Beispiel wisst, welchen Adventskalender ihr nicht nehmt, das ist ja quasi auch schon mal weitergeholfen irgendwo. Ja, ansonsten schreibt gerne rein, was ja noch eure Wünsche wären, welche Adventskalender ihr gerne noch getestet haben wollen würdet. Dann bestelle ich die auf jeden Fall oder besorge sie. Linis Bites ist auf jeden Fall schon im Kopf. Wie gesagt, den veganen Koro-Adventskalender fand ich auch noch sehr interessant. Wenn ihr noch irgendwelche anderen Vorschläge habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Feedback bin ich dankbar für. Und ja, da würde ich mich jetzt von euch verabschieden, weil ich glaube, das Video ist jetzt wirklich sehr, sehr lang. Deswegen, ich verabschiede mich jetzt von euch. Drücke euch ganz fest und hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder zu einem neuen Video. Macht es gut. Bis dahin. Kuss auf die Linse. Tschüss.